Servus und grüß euch auf Backboard.at. Ich bin der Nopain und dieses Mal dreht sich alles um die neuen Garmin Vector 3 Leistungsmesserpedale. Wo liegen die Unterschiede zum Vorgänger? Was ist besser? Was ist schlechter? Wie schnell sind sie zu montieren? Das alles und mehr seht ihr gleich im folgenden Beitrag. Obwohl die Vorgänger, die Vector 2, grundsätzlich ausgereift waren und gut und genau funktionierten, hatten sie doch einen entscheidenden Nachteil. Die Rede ist von den beiden externen Pedalpods, die an den Achsen befestigt waren und die Batterie sowie das Sendemodul beherbergten. Das machte die Montage tricky. Die Pedale mussten einerseits so fest wie möglich geschraubt werden, damit die Werte passen, aber nicht zu fest, um die Pods nicht zu beschädigen. Es durfte kein Fett unter die Schelle kommen, damit sich die Pods während der Fahrt nicht verdrängen konnten. Stießen die Pods auf Hindernisse, stimmten ziemlich sicher die Werte nicht mehr oder sie waren kaputt. Und mit Radcomputern von Drittherstellern war es auch nicht immer möglich, nach der Montage die sogenannte Winkelkalibrierung durchzuführen. Und so konnte man sich nicht immer sicher sein, ob die angezeigten Werte auch stimmen würden. Kurz gesagt, die Pods, die waren ein Schaß. Damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es die brandneuen Garmin Vector 3, die man wirklich als vollständige Neuentwicklung betrachten kann. Innen wie auch außen. Größte Änderung, sie kommen ohne externe Pedalpods aus. Und das bringt natürlich einige Vorteile mit sich. Ein kompakteres und ergonomisches Design, die Vector 3 schauen nun aus wie ganz normale Pedale, eine einfache Montage, Plug and Play mit einem 15er Schlüssel, ohne speziellen Tool, ohne speziellen Drehmomentangaben. Die Genauigkeit wurde auf plus minus 1% verbessert, die Pedale sind ein bisschen leichter, liegen nun mit den Batterien bei 322 Gramm. Das Deck wurde etwas niedriger gemacht, wir haben eine neue Achse mit Nadellagern und ein maximales Fahrergewicht von 105 Kilogramm. Früher waren es nur 90. Zusätzlich mit an Bord die Cycling Dynamics Daten für eine detailliertere Analyse des Trainings und eine Bluetooth Smart Schnittstelle zum Update per Handy und zum Verbinden der Pedale mit dem Notebook oder mit einem Indoor Trainer. Überraschenderweise fallen die Vector 3 preislich mit 999 Euro sogar etwas billiger aus. Einziger Nachteil ist die kürzere Batterielaufzeit. Die liegt nun bei 120 Stunden, vorher waren es 175 Stunden, ist also rund ein Drittel kürzer. Das liegt wohl in erster Linie an den kleineren LR44 Batterien, die nun in jedem Pedal für den nötigen Saft sorgen. In Anbetracht der vielen Vorteile sollte man damit aber leben können. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie die Pedale in der Praxis montiert werden und wie lange das Einrichten am Radcomputer dauert. Die Vector 3 werden wie ganz normale Pedale montiert. Dazu brauchen wir einen 15mm Pedalschlüssel, etwas Schmierfett und einen 3mm Imbusschlüssel zur Einstellung der Auslösehärte. Wir reinigen das Gewinde der Kurbel, tragen frisches Fett auf dem Gewinde der Pedalachse auf und montieren zunächst das rechte Pedal. Dazu schrauben wir die Achse mit der Hand ein und ziehen sie mit dem Pedalschlüssel fest. Zur Kontrolle der Freigängigkeit legen wir die Kette vorne auf das größte Kettenblatt und hinten auf das kleinste. Garmin empfiehlt, einen Abstand von mindestens 2 mm zwischen dem Pedal und der Kette einzuhalten. Falls das Pedal die Kette berührt, sollte man zwischen der Achse und der Tretkurbel eine der mitgelieferten Beilagscheiben anbringen, um mehr Freiraum zu schaffen. Ist das erledigt, wiederholen wir die Schritte, um das linke Pedal zu montieren. Die Auslösehärte kann mit einem 3 mm Imbusschlüssel eingestellt werden. Bevor Vektordaten auf dem Edge angezeigt werden können, müssen wir die Geräte koppeln. Wir schalten den Edge ein, wählen Sensoren, Sensor hinzufügen, Leistung. Danach drehen wir die Kurbel, um die Sensoren aufzuwecken, wählen den Sensor aus und drücken hinzufügen. Im Zuge des Pairings stellen wir die Kurbellänge ein und kalibrieren die Pedale. Sobald der Sensor mit dem Gerät gekoppelt ist, leuchtet das Power-Meter-Symbol. Nun können wir die Datenfelder anpassen, um die Leistungsdaten anzuzeigen. Zuvor empfehlen wir aber, die Firmware der Pedale per Handy-App auf den letzten Stand zu bringen.
So, und das war's schon wieder. Nopin sagt Servus, Baba und auf Wiedersehen. Mehr Informationen zum Thema findest du im Testbericht auf bikeboard.at, wo du auch Fragen und Kommentare hinterlassen kannst. Danke fürs Zuschauen.